freue mich, Sie hier begrüßen zu können im Polizeipräsidium. Ihnen ist das Polizeipräsidium hier nicht fremd. Ich sage jetzt mal meinen Mitarbeitern sowieso nicht, das ist vielleicht ganz klar, aber eben auch Ihnen, die Sie sonst aus anderen Bereichen auch kommen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie uns in einem Bereich unterstützen, der für uns ganz, ganz wesentlich ist, nämlich im Bereich der Verkehrsunfallprävention. Und ich sage jetzt mal einfach, wer sollte es besser wissen als Sie, welche schweren und nachhaltigen Folgen Verkehrsunfälle haben können. Und insbesondere Sie, die Angehörigen und Betroffenen schwerster Verkehrsunfälle, helfen uns in einer Weise, dass ich manchmal selbst mich frage, auch, ob ich so stark wäre, wie stark Sie sind. Und deswegen möchten wir einfach heute einmal den Anlass nehmen und nutzen, Ihnen ausdrücklich und ganz persönlich auch Danke zu sagen, dass Sie da sind. Das gilt natürlich auch den Vertretern der Feuerwehr, der Feuerwehren, der Schweinsturm ein paar Beteiligten noch. Und natürlich danke ich auch den Kolleginnen und Kollegen des Hauses hier. FESCH-Kurse, so heißt das Projekt für uns hier. FESCH-Kurse sind dafür da, junge Menschen ein Stück weit wach zu rütteln, ihnen deutlich zu machen, wo Verantwortung liegt, die sie selbst haben, wo die Verantwortung natürlich auch bei anderen liegt. Wir möchten aber bewegen, nämlich bewegen dahingehend, sich mit Gefahren auseinanderzusetzen. Wir möchten junge Leute sensibilisieren und Ihnen, jetzt ja immer ganz besonders die Polizeiexternen, sind ganz maßgeblich dabei und Sie sind jederzeit dabei, unterstützen uns hier in einer Form, die für mich wirklich ganz beispielgebend sind. Die Einladung jetzt hier, deswegen will ich auch nicht so lange reden, weil es geht um Kaffee und Kuchen, die Einladung zu einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee kann die von Ihnen geleistete Unterstützung niemals ausgleichen. Das ist mir ganz klar. Ich möchte Ihnen aber nochmal versichern, die Polizistinnen und Polizisten hier in Köln im Polizeipräsidium sind Ihnen außerordentlich dankbar für Ihr Engagement. Dafür bedanke ich mich persönlich. Die Crashkurse werden durch die Polizei organisiert, geplant und durchgeführt, aber sie füllen das von uns hier erarbeitete Konzept mit Leben. Und es ist insofern nicht eine Präventionsveranstaltung, in der nur die Polizei zu Wort kommt, sondern es ist eine Veranstaltung, in der Sie vorrangig zu Wort kommen. Und die Wirkung dieses Konzeptes entfaltet sich eben auch tatsächlich durch den Wechsel der Vortragenden. Und nochmal, ich war auch im letzten Jahr, auch Frau Bolli, ich hatte schon darauf angesprochen, als wir uns hier im Präsidium mit ihrer Tochter auch kennengelernt haben. Das war für mich nicht der erste Crashkurs, an dem ich persönlich auch teilgenommen habe, sondern es war zum wiederholten Male und nicht nur mir geht ein solcher Crashkurs sehr nahe und ich fühle mit, sondern wir wissen eben, dass insbesondere die jungen Leute, die eigentliche Zielgruppe des Crashkurses darstellen, in Teilen wirklich ganz berührt, auch aus Veranstaltungen herausgehen. Und es ist ja auch schon mehrfach vorgekommen, dass manche jungen Menschen es noch nicht mal ertragen können, sich einfach mal hinzusetzen und zuzuhören, weil sie
plötzlich auch eine solche Trauer mitempfinden und wahrnehmen, die sie in Teilen erlebt haben und auch immer noch erleben. Und das ist, glaube ich, das Besondere, dass Crashkurse eben nicht mit schlimmen Videos, sogenannten Schockvideos oder Schockfotos, ja, betroffen machen sollen und sensibilisieren, sondern es geht einfach nur darum, zuzuhören. Und dass das möglich ist, muss nochmal zu sagen, dafür bin ich auch Frau Kohn und den Kollegen, die hier auch noch aus dem Polizeibereich sind, außerordentlich dankbar. Wir haben mittlerweile knapp 170 Crashkurse durchgeführt und damit fast 34.000 Schülerinnen und Schüler in Köln und in Leverkusen erreicht. Und wir haben viel Erfahrung und wissen eines ganz genau, das ist wesentlich, dass hier die einzelnen Beiträge dann eben auch von der Feuerwehr, von Notärzten, von Rettungsassistenten und von denen, die ihre Arbeit auch an Unfallstellen machen, ja, dargestellt, berichtet werden. Und Frau Karolin und Frau Katrin Wolli, Frau Stehen und Frau Scheidel, Herr Scheidel, das Dankeschön, dass Sie auch eben mitgekommen sind und Ihre Frau begleitet haben, von Ihren schweren Schicksalen berichten. Gerade diese Schilderungen machen natürlich betroffen und sie wirken. Sie wirken bei Jugendlichen. Und ohne sie und ihr Engagement würde ein Kernstück eben des Crashkurses wegbrechen. Und das ist, ich wiederhole mich, das weiß ich, aber das ist eben für uns etwas ganz Besonderes. Ich möchte Ihnen meine ganz persönliche Anerkennung und meinen ganz besonderen Dank für Ihre Hilfe aussprechen. Und ich möchte auch ganz ausdrücklich die Angehörigen der Feuerwehr ansprechen und Ihnen danken und den Rettungsassistenten danken, die sich hier mit einbringen und genauso auch von ihrer Arbeit berichten, so wie ich es auch ganz persönlich schon für mich aufgenommen habe. Und ich will es auch nochmal ganz deutlich betonen, dass ich hier den Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums ganz außerordentlich dankbar bin dafür, dass Sie auch diese Arbeit leisten. Ich weiß von den Herausforderungen, mit denen gerade die Kolleginnen und Kollegen des Verkehrsunfallaufnahmeteams fast täglich dann auch konfrontiert sind. Ich habe auch von dem Hintergrund meiner ganz eigenen Erfahrungen im Umgang mit schlimmsten Verkehrsunfällen sehr, sehr großen Respekt. Ich weiß, dass wir alle Bilder in uns tragen, die nie löschen, nie gelöscht werden können. Und das gilt natürlich auch wiederum ganz besonders für alle unmittelbar Betroffenen, für die Angehörigen, wie auch für Rettung und Feuerwehr. Dass wir diese Erfahrungen bündeln können in der Präventionsarbeit, das ist ein besonderes Zeichen und eine ganz besondere Erfahrung, die wir hier gemeinsam machen können. Die Idee des Crashkurses, das möchte ich für alle auch noch einmal in Erinnerung rufen, kommt nicht hier aus Köln, nicht aus Deutschland, sondern sie kommt aus England. Dort haben sich Kolleginnen und Kollegen auch umgesehen, haben sich das an diese Erfahrungen aufgenommen. Im Jahre 2009 ist dann dieser Crashkurs hier von der Polizei Nordrhein-Westfalen übernommen worden. Und seit 2010 arbeitet eben die Polizei Köln an und mit diesem Konzept. Und ich habe gerade eben die Zahlen schon genannt, dass wir bislang fast 34.000 Schülerinnen und Schüler erreicht haben. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Inzwischen haben auch andere Länder die Crashkurse übernommen, nämlich andere Bundesländer, wie auch hier unser Nachbarland Belgien. Sie nutzen das Konzept und das ist auch so. Ich würde mich freuen, wenn Sie weiterhin uns unterstützen würden.
Ich habe gleich für die Damen auch hier Blumen stehen. Ich glaube, wir händigen die gleich aus, damit wir hier vielleicht zunächst mal eine Tasse Kaffee trinken können und ein Stückchen Kuchen. Herzlich willkommen. Und ein paar andere Präsente dann auch, sodass Sie mal ein bisschen Freizeit vielleicht auch durch Lesen genießen können. Ganz herzlichen Dank erstmal dazu. Und jetzt stehe ich natürlich auch für Gespräche, Fragen zur Verfügung. Ich danke auch den Medienvertretern, dass sie hier sind und der Einladung gefolgt sind. Denn zumindest würde dieser Anlass heute Möglichkeit sein, eben um diesen Dank, den ich hier äußere, auch nochmal mitzunehmen und auch nochmal auf das besondere Wirken dieser Crashkurse hinzuweisen. Und ich habe gerade eben schon Herrn und Frau Scheidel gesagt, dass für mich die Rasa-Szene eine Szene ist, die außerordentlich problematisch ist, dass ich immer wieder jeden Tag fast von den Kollegen aus dem Projekt Rennen höre, dass wir manchmal denken können, man müsste verzweifeln, weil viele nicht überlegen, was sie mit ihrem Gaspedal anstellen und dass es da eben auch nicht mehr um Fahrlässigkeit oder grobe Fahrlässigkeit geht, sondern um Vorsatzhandeln. Das ist einfach bedeutend. Und umso mehr bin ich Ihnen dankbar, dass Sie sich hier einbringen und wir mit Ihnen gemeinsam einen Weg gehen können, um junge Menschen, um es nochmal zu sagen, möglichst irgendwie zu sensibilisieren oder wachzuhalten. Ich würde mich freuen, wenn Sie jetzt auch zunächst zugreifen würden und Wasser oder einen Kaffee trinken oder eben ein Stück Kuchen. Und dann denke ich, kommen wir auch ins Gespräch. Dankeschön.